Moin Leute, ich stehe gerade hier an unserem Underground Shelter. Dies werden wir heute zu Ende bauen und morgen, Luca kommt später noch und morgen kommen auch noch zwei andere Jungs, die ihr kennenlernen werdet. Neue Ausrüstung, neue Sachen, die ich ausprobieren werde. Viel Spaß, bleibt dabei. Liken und abonnieren, Glocke aktiviert, damit ihr diesen kranken Shit nicht mehr verpasst. Was wir auf jeden Fall machen werden, ist hier oben noch Erde drauf. Hier bauen wir, wie gesagt, diesen Stollen. Wir übernachten wieder hier drinnen. Und es gibt auch wieder Leckeres zu essen. Da ist noch unser Ofen. Da hinten haben wir jetzt auch Lehm gefunden, da wo Bella gerade steht. Und wir werden auf jeden Fall, hier sind so ein paar neue Sachen. Bundeswehrausrüstung, neue Sachen sind da. Ich werde jetzt die Drohne gleich mal steigen lassen und wir werden es ausprobieren, mal die Hängematte etwas so ein Depot zu bauen und auf dieser dann die Hängematte aufzuhängen. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit dem Stollen die Hölzer zu holen und dann müsste Luca auch schon da sein. Let's go! Hier neben mir und hinter mir sind alles Sturmschäden. Perfekte Größe für den Stollen und die holen wir jetzt. Hier soweit fertig und da hinten geht gerade die Sonne auch unter. Da hinten, ich lasse jetzt die Drohne mal fliegen. Wir sind jetzt gerade dabei, das hier alles zu begradigen und ja, hier haben wir jetzt auf jeden Fall auch schön Stauraum geschaffen bei unserem Ofen und das gleichen wir jetzt erstmal noch zu Ende an und dann gibt's Essen. Hier seht ihr auf jeden Fall die Zutaten. Zweimal Kidneybohnen, dreimal Mais, zweimal Tomaten und noch einmal gestückelte Tomaten da, dieses Päckchen, zweimal solches Pulver, einmal Butter zum Anbraten, 800 Gramm Mett und dann haben wir hier noch zwei Töpfe und wir haben aber auch noch unsere beiden Tassen. Ich würde sagen, Feuer. Feuer brennt schon wieder.
Wir haben erstmal hier vorne kleinere Stöckchen hingelegt und jo, zieht auch gut. Und ich würde sagen, jetzt bereiten wir das Essen vor. Der Mais ist schon drinnen, die erste Dose. Und jetzt geht es weiter mit einmal Kidneybohnen. Und danach geht es mit den Tomaten weiter. Der Topf jetzt hier schön in die Glut rein. Ich zeige euch das nochmal. Und da oben seht ihr auch, oder ihr seht es vielleicht nicht, aber da kommt ein richtig schöner Funkenflug raus. Das Essen ist auf jeden Fall jetzt fertig. Hier oben ist das Chili-Zeug, also die Kidneybohnen, und hier ist das Mett, das gerade brät, und hier ist das fertige Mett. Und aus dieser Schüssel werden wir es jetzt essen und aus unseren Tassen. Und ich würde sagen, wir lassen es uns schmecken. Wie ihr seht, das Feuer brennt da hinten. Die Lampen sind noch aufgestellt, die drei. Hier ist auch noch eine. Und hier. Luca sitzt da. Meine Schuhe habe ich eben schon ausgezogen. Hier sind die Rucksäcke, die drei. Und da hinten ist noch ein bisschen Feuerholz. Und es ist jetzt 23.35 Uhr. Und wir legen uns jetzt langsam ins Bett und machen uns Bett fertig und sehen uns morgen früh. Guten Morgen, wir sind gerade aufgestanden und werden uns jetzt erstmal anziehen. Wir haben gut geschlafen. Ne? Ich guck gerade mal, ob ich mein Handy finde. Ich packe das nämlich immer in die Decke hier, in die Jacke. Und es ist jetzt 8.33 Uhr. Jo. Sonne ist auch schon draußen aufgegangen und ich würde sagen, wir räumen jetzt hier drin ein paar Sachen wieder nach draußen, dass sie die Drohnenkoffer und so, weil ziehen uns an und dann gehen wir Frühstück machen, Feuer anmachen und dann geht's weiter. Ich mache jetzt das Feuer an. Dafür habe ich eben schon so ein bisschen was vom Kienspann abgemacht. Und da brennt es auch schon. Das hier ist richtig trockenes Holz, das wir da oben drauf gelagert haben. Und das müsste jetzt auch da unten. Hier seht ihr, das Holz brennt schon direkt. Weil das ist, wie gesagt, wirklich die ganze Nacht durchgetrocknet. Kommt da unten rein. Dann hoffe ich mal, dass sich das schnell weiter brennt. Oh, das sieht gut aus. Das seht ihr, wie diese kleinen Hölzerchen hier abgehen. Das lasse ich mir jetzt erstmal schmecken. Wir machen jetzt auf jeden Fall mal Brot, mal etwas anderes, haben wir noch nie draußen gemacht. Wir wollen mal Brot machen heute und irgendwann anders wollen wir auch Pizza machen. Wir werden das Brot dann wahrscheinlich auch mit Würstchen essen. Alles, was ihr dafür braucht, findet ihr auf Brot im Feuer machen, kleineweltreise.de. Daher haben wir das Rezept und wir benötigen ein Päckchen Trockenhefe. Ein Esslöffel Salz mit Mehl, das ist hier drinne, und in unserer Essenstasche ist auch noch die Milch. Hier ist das Mehl mit Salz und dann kommt noch ein Schluck 125 Milliliter Wasser hinzu und noch 125 Milliliter warme Milch hinzu, und das macht Luca jetzt mit euch. In der Zeit räume ich mal das ganze Shelter aus, dass wir das dann heute beenden können, das Shelter. Let's go!
Der erste Teil vom Dach ist jetzt auf jeden Fall geschafft. Ich habe das jetzt hier alles schön angeglichen. Und ich würde sagen, die Milch ist auch schon, das Wasser am Kochen. Ich gebe ab zu Luca und der backt mit euch jetzt das Brot. Die Milch und das Wasser sind jetzt am Kochen. Wir haben jetzt 300 Milliliter zusammengemischt, Milch und Wasser. Am Ende vermischt es sich ja sowieso im Teig. Das muss jetzt ein bisschen erhitzt werden hier auf dem Gaskocher. Und dann kommt einmal Trockenhefe rein. So sieht es aus. Kennt man eigentlich, hat fast jeder zu Hause. Und hier haben wir in einer Brotdose Mehl und einen Esslöffel Salz, wie vorhin gesagt, gemischt, schon zu Hause. Und das werden wir dann vermengen. Das muss dann noch eine Stunde stehen bleiben. Und ja. Jetzt kommt die Hefe rein. Kommt jetzt das Milch, Wasser und Hefegemisch kommt jetzt hier rein. Unten im Ofen ist jetzt nur noch Glut. Und wir versuchen jetzt zwei verschiedene Arten. Nämlich einmal werden wir das Brot hier in diesen Topf hier packen. Und einmal werden wir das auf so einen Stein hier drauflegen. Und mal ausprobieren, ob das funktioniert. Ihr seht jetzt, hier vorne ist es auf dem Stein. Und da hinten steht der Topf mit dem Deckel. Und mal gucken, ob das funktioniert. Wir lassen das jetzt mal eine halbe Stunde drin. Unsere Brote, Brot Nummer 1. Die waren jetzt beide ungefähr eine Stunde hier drin. Das ist das erste. Hier hinten ist das zweite, also wirklich nur noch in der Glut. Da hinten seht ihr es vielleicht. Das glüht noch ein bisschen. Und wir nehmen die mal raus und gucken rein. So, wir haben auch noch nicht reingeguckt. Und ich gucke jetzt mal erstmal in das hier rein. Ob das hier durch ist. Vielleicht muss das auch noch ein bisschen. Das kann sein, weil das stand viel weiter hinten. Und wir sehen hier, ist es glaube ich durch, aber da muss es noch mal ein bisschen, es geht auf jeden Fall dann noch mal rein. Gucken wir mal das, was weiter vorne in der Glut kommt, wie das hier im Topf aussieht. Oh, das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Und ich versuche das hier auch jetzt mal aus dem Topf rauszuholen. Angebrannt. Aber das können wir ein bisschen wegraspeln. Aber guckt euch mal dieses schön gebrannte Brot an. Hier haben wir jetzt das Brot. Ich schneide das mal auf. Gerade noch mal kurz ein Titelbild gemacht. Unten das schneiden wir wie gesagt weg. Und vielleicht muss es auch noch mal kurz rein. Aber das sieht auf jeden Fall besser aus. Ich probiere einfach mal ein Stück. Es schmeckt tatsächlich gut. Aber es sieht zwar hier aus, als ob das noch roh ist, aber das ist tatsächlich durch. Man sieht es auch daran, weil es überall gleichmäßig so aussieht. Also es ist jetzt nicht so, dass es hier eine andere Farbe hätte als hier. Und das ist durch. Wir sind jetzt auf jeden Fall am Ende. Wir sind jetzt am Ende des Videos angekommen. Wie ihr seht, wir haben neue Sachen an. Das liegt daran, dass wir jetzt gerade ein neues Video aufnehmen, was in 2 Wochen online kommt. Also Kanal abonnieren und Glocke aktivieren, damit ihr seht, wann wir das Brot hier, was wir selbst gebacken haben, wie das jetzt aussieht. Wir haben das jetzt auch nochmal mit 2 Stündchen drinne gelassen, haben jetzt aber nichts nochmal nachgelegt, also es war dann nur noch in der Glut drinne. Und es geht auf jeden Fall in diesem Video, was wir gerade machen, hoch hinaus. So viel können wir schon verraten. Also es ist auf jeden Fall was über der Erde und auch weit über der Erde. Und das war's mit dem Video. Liken und abonnieren, Glocke aktivieren und schaltet ein, wenn wir das Brot essen. Und wenn es hoch hinausgeht.